Eine solche Kundgebung ist in den USA nicht verboten. Hitlergruß, Siegheilrufe und Nazisymbole fallen dort unter Meinungsfreiheit. Gesetze gegen Wiederbetätigung wie in Österreich oder Deutschland gibt es nicht. Aber am Wochenende ist eine Neonazi-Demonstration in Charlottesville in Virginia völlig eskaliert. Es kam zu schweren Zusammenstößen und ein Rechtsextremer ist mit seinem Auto, offenkundig absichtlich, in eine Gegendemonstration gerast. Eine junge Frau ist dabei gestorben, 19 Menschen wurden verletzt. Für Aufregung sorgt aber auch die Reaktion von US-Präsident Trump, dem Idol der Rechtsextremen. Erst heute Abend hat er sich klar von den Nazis und Rassisten distanziert, berichtet Johannes Berterer. Amerika gehört den Weißen. Der Glaube daran verbindet die rechtsextreme Szene in den USA, aus der sich tausende Mitglieder am Wochenende in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia versammelt haben. Einen Teil der Szene bildet die White Power-Bewegung. Sie sieht Weiße als überlegene Rasse, die über alle anderen herrschen soll. Dazu gehört auch die Vanguard America-Gruppe, der mutmaßliche Attentäter von Charlottesville angehört. US-Präsident Donald Trump sprach nach dem Attentat am Samstag zuerst nur von Gewalt von vielen Seiten und geriet seitdem auch innerparteilich immer mehr unter Druck, sich von rechtsextremen Gruppen zu distanzieren. Ein Druck, dem er heute nachgegeben hat. Rassismus ist böse und diejenigen, die in seinem Namen Gewalt anwenden, sind Kriminelle und Verbrecher. Dazu gehören der Ku Klux Klan, Neonazis, Rechtsextreme und andere von Hass getriebene Gruppierungen, die allem widersprechen, was wir als Amerikaner wertschätzen. Für den US-Präsidenten gewissermaßen eine Premiere. Während des Wahlkampfs hat er sich nur zögerlich von David Duke, dem ehemaligen Anführer des immer noch aktiven Ku Klux Klans, distanziert. Heinz Gärtner, Politikprofessor an der Uni Wien, sieht darin politisches Kalkül, zumindest bis jetzt. Diese Gruppen zählen zu seiner Wählerschaft. Diese Wählerschaft ist natürlich nicht nur diejenigen, die sich beteiligen an den Demonstrationen, sondern es gibt auch dieses Vorfeld von Wählern, die ähnlich denken wie diese Demonstranten, die aber nicht direkt an den Demonstrationen teilnehmen. Und die sind nicht nur im Süden zu finden, die sind auch im mittleren Westen zu finden. Die zählen sich zur weißen Vormacht und die zählen sich auch zu dieser alternativen Rechten. Nach den heutigen klaren Worten von Trump gegen Rassismus bleibt die Frage der Glaubwürdigkeit. Denn das bekannteste Gesicht der politisch einflussreichsten Gruppe in der rechten Szene, der Alt-Right, also der alternativen Rechten, ist Steve Bannon, sein Chefberater im Weißen Haus.